Ab sofort gilt bundesweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Alle Personen, die in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen und Unternehmen tätig sind, müssen eine Corona-Impfung nachweisen. So auch hier in der Neustrelitzer Tagespflege der vielen Gärten. Leiterin Stefanie Tesch hat vollstes Verständnis für diese Maßnahme. Alle Mitarbeiter, alle Tagesgäste, alle Bewohner des Servicewohnens sind bei uns geimpft und geboostert. Und ich finde das gut, weil ich möchte ja auch nicht nur mich schützen, sondern auch mein Umfeld. Und dazu gehört nun mal zu meiner Arbeit die ältere Generation. Bis zum 31. März müssen alle Arbeitgeber die Impfquote ihres Unternehmens an die Gesundheitsämter übermitteln. Dann werde jeder Einzelfall überprüft und gegebenenfalls ungeimpften Mitarbeitern aus Pflege und Medizin ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen.